Signal und ihr. Ja, ich verzeige dich schon mal. Ja, das tut mir leid, das wollte ich nicht als Zeiger zerstören. Ja, wie gesagt, ja, 15 Minuten mache ich alles auf. Black Hole.
Das ist ja gar nicht so weit weg. Ich würde gerne später nochmal irgendwie, wenn du mal ein paar Minuten Zeit hast, würde ich gerne mal mit dir reden, weil ich brauche mal eine Einschätzung von dir hier wegen meiner Modulation und so, wie das funktioniert. Okay, kein Problem, du kannst auch unterwegs das kriegen. Also deine Modulation ist gut, kann man nicht meckern. Ja, wie sieht das denn aus? Ist das denn dann ausgerissen oder so, wenn ich jetzt da... dass die Spitzen abbrechen oder dass das dann verschrebbelt ist oder hört sich das alles, weil ich bin ja jetzt recht nah bei dir dran, ich komme mir ja da mit einem guten Signal an, ne? Ist das dann irgendwie verbraten oder ist das okay in deinen Augen? Nein, es ist rund, aber ich weiß nicht, Hintergrundgeräusche irgendwie was gibt. Ja gut, ich bin ja jetzt auch im Auto am Fahren, ne? Ja, müssen wir vielleicht später nochmal gucken, da in 20 Minuten bin ich ja da oben, dann können wir es vielleicht ja nochmal versuchen. Ja, genau, aber wie gesagt, Hintergrundgeräusche sind ziemlich sehr stark hier. Hier muss ich so mit Santiago Fürster, gar wenn du nicht mehr sprichst. Ja, das kommt ja hier vom Auto an, ich halte mal auf. Ja klar, das sind die Fahrgeräusche, ja. Ja, das ist ja ganz schön, weil so ganz stark. Ja gut, jetzt mal gleich nochmal, wenn ich stehe. Ja, ich glaube nicht, wenn ich da so reinschreie oder so, ne? Dann geht das scheiße, wenn ich zu nah ans Mikrofon gehe. Ja, da bin ich ja doch beruhigt. Ich dachte schon, die wäre hier irgendwas in Ordnung. Genau so ist das. Also 101% noch high. Ja, also muss jetzt nicht unbedingt mit dem Schraubenzieher in dem Gerät rumgedreht werden oder so. Ne? Eigentlich kann ich das so lassen, ne? Oder ich bin da mittlerweile selber verunsichert. Doch, alles okay, also du liegst genau auf dem Konfigurieren. Ja, wie gesagt, ja, ich kann dir auch nicht so beurteilen, ich schieb gern so das erste oder weiß ich nicht, so links oder rechts, aber ich höre dich ganz gut so und das Laut auch, ja, hier liegt, wie gesagt, auch selber Konfigurieren. Ja, Roger, ich habe ja auch den Querifier habe ich auf R und T eingestellt, das heißt, verschiebt ja dann auch die Sendefrequenz und der steht genau auf 135,000, also alles genau in der Mitte. Ja, siehst du, so wie alles schön ist. Ja, mir ist schon klar, dass ich hier aus dem Auto raus jetzt nicht hier wie Studio-Mikrofon mit Equalizer dahinter und Kopfschutz davor oder so, das ist natürlich dann was ganz anderes, aber so für eine Mobilstation ist das doch eigentlich in Ordnung, ne? Ich habe mir das auch mal selber auf WhatsApp angehört, also ich kann da jetzt keine großen Defizite feststellen. Ja, alles funktioniert einwandfrei, ja, kann man nicht meckern. Und wie gesagt, deine Audition auf Seitenband hört sich fast genauso wie auf FM, also ja, klasse. Hast du das da gerade im Hintergrund gehört? Was war das? Ja, das ist eine Frau verkauft, also Diesel für Fahrzeuge. Ah, ich habe heute, als ich einkaufen war, da habe ich auf 26,465 oder so, da habe ich ganz viele osteuropäische Stationen gehört. Also ich meine, dass das aus Osteuropa kam. Hat sich irgendwie russisch angehört oder so. Ist das da so eine Art Freeband von Osteuropa da in diesem Bereich? Ja, genau, so ist das. Ich habe da Russisch gesprochen und habe sie also Treibstoff angeboten, also Diesel, hat sie gesagt und Telefonnummer, aber ja, habe ich natürlich nichts mitgekriegt. So.
also quasi so eine Werbeaussendung auf dem CB-Funk. Ja, genau. Ja. Ich habe wahrscheinlich irgendwie eine Hochantenne aufgebaut. Ja, irgendwie, wie heißt das? Also Radstände oder so, da gibt es auch Tankstände und so weiter und so fort. Also, die machen Reklame einfach. Ja, wir hätten ja heute ganz schlappen Reichweiten gehabt, ne? Und ja, was ich heute auch festgestellt habe, dass die da, da in diesem Frequenzbereich unter Kanal 41, da 26.4 oder so, dass da auch wirklich viel Betrieb war, ne? Dass da waren auch hier drei oder vier sehr starke Stationen, da sich am Unterhalten. Ist auch nicht jeden Tag. Ja, da hast du recht, aber wie gesagt, das ganze Zeit, als wir Verkehr auf Kanal 42 oder 41 mal gewähren, also monatelang, ja, das gab eine Runde sogar. Und dann, Kanal 41 auch so als Rufkanal bedient auch. Aber jetzt ist schon mal, weiß ich nicht, war nicht mehr. Ja, okay, ja. Ja, leuchtet ein. Werbedick? Ja, Ole Jenso. Ja, danke schön fürs Reinnehmen. Hier ist der Geo-Station Skara. Ich grüße den Vladimir und deinen Namen und Rufzeichen habe ich hier bestimmt auch stehen, aber ich kann es jetzt nicht zuordnen. Erstmal weit zurück an die unbekannte Station. Ja, die unbekannte Station. Ja, alles Roger, du warst ja kurz vorher noch da am Kahnler Kreuz. Ich habe jetzt schon so ein bisschen reingehört. Ich habe eine gute Nachricht für den Vladimir. Und zwar habe ich heute mit meiner Schwester telefoniert, die bestellt mir die verdammte Antenne. Ich denke mal, wenn ich Glück habe, machst du das am Montag. Morgen schreibe ich ihr eine SMS und dann läuft das. Das muss ich jetzt unbedingt loswerden. Ich bin da jetzt auch einen Schritt weitergekommen. Gott sei Dank. Ja, ich freue mich für dich. Riesig. Ja, es geht, also die letzten Tage geht es richtig gut voran, ne? Richtig gut, muss ich wirklich sagen. Und da konnte ich mir nicht verkneifen, mich jetzt reinzumelden. Ich hoffe auch, dass meine Modulation einigermaßen gut ist. Ich mache jetzt noch ganz kurz einen Hauch an der Stehschwelle, versuche es wenigstens. Ja, wie komme ich da rüber? Ja, zu mir rüber kommst du ja auch immer, ja, ganz, ganz stark. Ja, und wie gesagt, man ist dort tätig. Ihren Gerät, wie gesagt, wie für Seitenbahn ausgedacht worden. Auf FM, das ist ein bisschen, ja, wie gesagt, es gibt ein paar Punkte, was zu meckern, aber sonst ist alles okay, alles gut, wunderbar. Ja, ich habe auch heute erst eine Anpassung angenommen. Also eine gewisse Einstellung, die ist auf FSB eben anders als auf FM. Es gibt sozusagen eine Einstellung für FM und eine, die für FSB und AM ist. Und wenn wir uns das nächste Mal auf FM hören, ne, du kennst das noch gar nicht, Vladimir, das nächste Mal auf FM ist es besser, behaupte ich mal. Ja, okay, alles klar, ja. Mach das irgendwie, mal schauen, mal gucken. So, ich merke das, unser Gespräch und dann, ja, dann kriegst du eine schöne, gute Ergebnis. Ja, okay, ich will jetzt auch sofort das Mikrofon wieder an den Jenso geben und ich bleibe hier ganz dezent im Hintergrund. Ich halte mich im Hintergrund und mal gucken, vielleicht traue ich mich ja dann mal, mich auch in die NRW-Runde reinzumelden. Ich bin hier im Hintergrund und halte mich erstmal verschüchtert zurück. HI. Ist doch kein Problem, Professor. Ja, du bist schon mal da. Okay, dann Mikrofon zu Enzo, bitte schön, Enzo. Ja, das geht schon alles, ne? Hör mal ein bisschen zu, ne? Das kann auch dann lustig, ne? Dann ist doch immer wieder alles, ne?
einigen Unsinn angehört. So ein leichtes Fell ist mir schon gewachsen in den letzten Wochen. So ein dickes Fell. Hi. Das stimmt. Und ich muss jetzt mache ich mal eine Aussage, die geht jetzt nicht gegen den Wladimir, ganz im Gegenteil. Ich habe da gestern Abend ein bisschen reingehört. Der Wladimir, der liest jetzt mal zwischen den Zeilen. Es gibt Leute, die sind mit der Straßenverkehrsordnung nicht so vertraut. Und manchmal hört man ganz schön Blödsinn. Da können eigentlich USO-Partner leid tun. Aber es gibt ja Leute, die behalten die Nerven. HI. Ja, hallo Klaus, grüß dich. Da hast du recht, einfach mal so machen. Ne? Aber wenn ich zwei Bier getrunken habe, bei einem ist es schon besser, dann geht das, dann habe ich auch Humor. Ja, Roger. Immer wieder ins Englische und zwischen Englisch und Deutsch hin und her. Ich habe mich dann auch entschuldigt, aber das war mir ein bisschen peinlich. Ne? Aber naja, man kann nicht alles haben. Naja, bei 15 Mann, wie gesagt, ein bisschen recht auf und deswegen, ja, das kannst du nicht alles genau verfolgen, was du sagst oder was du sagen solltest oder sowas. Das ist kein Problem, das ist auch kein Fehler überhaupt nicht. Ja, und ich habe mir auch ein bisschen helfen lassen. Ich habe ja nur so ein französisches Wörterbuch hier. Zum Beispiel weiß ich jetzt 100%, da heißt es 100%. Naja, und noch so ein paar andere Sachen. Ne? Und dieses Cabrio, hör mal, das wende ich schon bald selber an. Wenn ich das noch öfter höre, das ist eine schöne Sache, dann fange ich auch noch selber am Ende Cabrio zu sagen. Ja, genau, so ist das. Ja, das bedeutet so wie Änderung auf Deutsch übersetzt, aber oder wie gesagt, ja, ich habe irgendwie was, oder ja, ich gebe mit dem Mikrofon weiter rüber oder so. Ja, ich glaube, es gehört sich übersetzt, heißt das Wechsel, weil das steht auch über den Wechselstuhl, wenn man irgendwo im Urlaub ist. Das ist so viel, der Engländer sagt vielleicht, go ahead, oder Mike to you.
oder meinetwegen und so weiter. Ist ja auch egal. QRY kannst du auch sagen. Ja, genau, so ist das. Ja, verständlich. Aber wie gesagt, muss ich mit Ihnen immer hier Prüfung bestehen. Ja, einfach nur Spaß haben. Ja, das stimmt. Aber wo doch früher auch ein Haus meiner Familie gepumpt hat, da muss ich doch als der Jüngste, als das Netzhäkchen, da muss ich doch auch das Vorderstück machen. Ja, wie gesagt, die Zeiten ändern sich, ja, wie gesagt. Damals waren die Leute, wie gesagt, immer anständig. Die Leute, die haben etwas gelernt, etwas geprüft, ob das klappt oder nicht. Und dann erst angefangen zu pumpen. Aber zur Zeit, erstmal, wie gesagt, es gibt fast keine junge Leute, die sich für Pumpen interessieren. Es gibt so was fast nichts. Also, recht gut, sag ich mal. Und noch alte Brocken da draußen geblieben. Ja, also das würde ich gar nicht mal sagen. Ich habe mitbekommen, da haben sich Leute unterhalten. Ich habe jetzt hier auf USB auch mal Bayern, also Passau, die Ecke von Passau gehört. Ich habe mir auch aufgeschrieben, die sind fast jeden Abend auf dem gleichen Kanal, aber das war eine Überreichweite von Passau. Ne? Und der hat auch gesagt, was ich öfter gehört habe. Irgendwie wird das wieder mehr. Also so als wäre der CB-Punkt wieder im Aufwind, wieder im Kommen. Also ich bin mir da nicht so sicher. Ja, wie gesagt, am meisten sind die Leute erzählen so, wer frischens da ist, dass er sagt, na ja, ich habe 30 Jahre nicht gepumpt, oder andere sagen so 15 Jahre, meine Laterne im Keller, wie gesagt, liegen gelassen und so weiter und so fort. Also das ist erstmal die Alte kommen und neu, weil sie ganz frisch ist, das ist, wie gesagt, schwierig zu feststellen. Ja gut, da kannst du recht haben. Auf mich trifft das ja auch gut. Ich mache das ja auch nicht das allererste Mal. Ne? Irgendwie bin ich ja auch ein Wiedereinsteiger, einer, der nochmal zurückkommt. Ne? Ja, ja, da kannst du recht haben. Aber finde ich, wenn du reklamierst, wie gesagt, dann hilft das auch die Bankier. Das verstehe ich. Jeder Amateurfunker, wahrscheinlich nicht immer selbst, weil ich kein Amateurfunker bin. Und deswegen, ja, also, ja, wie gesagt, reklamiert ist nicht schlecht. Also, und dann mit Mike-Vertagen ist auch gut, finde ich, wenn große Runde ist. Und dann, wie gesagt, du kannst dich irgendwie verstehen, ob du sagen darfst oder nicht. Das ist, ja, aber wenn zwei Funker funken, dann klar. Hauptsache nicht vergessen, wie gesagt, ein bisschen Zeit mitzulassen. Ja, ja, richtig. Ich habe jetzt auch extra eine Pause gelassen, damit sich jemand bequem einrichten kann. Ich habe auch mal gehört, das gehört sich so eigentlich. Ganz kurze Geschichte, ganz kurz. Ich hatte heute Vormittag einen Slowaken dran. Die Slowakei kam rein. Ich rufe auf Englisch, komplett auf Englisch, die Slowakei, beziehungsweise dann diese Station mit Vornamen auf und Rufzeichen. Da meldet sich der und sagt in Deutsch, es tut mir leid, ich spreche kein Deutsch. Dann ich habe ja in Englisch gerufen und dann sagt er, ne, deutsche Station, dann sagt er mir auf Deutsch, es spricht kein Deutsch. Ich habe dann nochmal hinterhergerufen, ne, ich communicate in Englisch, ne? So, dann hat er hinterhergerufen, da kam nichts mehr. Das habe ich nicht verstanden. Ja, ich sag so, man hat aufgeregt und ist hier was auch so, die so viele, ja, Namen gemacht hat. Und deswegen wollte er wahrscheinlich nicht mehr weiterfunken. Ja, irgendwie sowas, ne? Aber ich versuche da ja immer durchzublicken, ne? Weiß drum. Aber kürzlich ist eine Provokation ist aufgegangen, also deswegen hat er nichts gesagt. Ja, genau, man merkt das ja manchmal. Ne? Man wundert sich ja, manchmal sind die ja wie auf Knopfdruck dann weg. Ne? Das stimmt. Ach, ich habe mal eine Frage. Roger, die alte Frage vorhin auf. Ne? Wenn ich auf FMCBDX mache, dann werde ich den jetzt demnächst irgendwann mal wieder einschalten. Aber in der NRW-Runde, weiß ich, kann man machen, kann man nicht machen, wie man will. Ne? Ja, dann auch
Das angenehmste für sich an, oder das weiß ich nicht, aber es gibt so welche Roger-Team, da kannst du nicht so gut abfragen. Ja, ja, stimmt, aber ich achte darauf, dass der dezent ist. Also dieser Roger-Team, der einfach nur ein kurzes Team, ganz kurz und dezent, ne? Da lege ich auch Wert drauf. Ja, wie gesagt, es gibt auch Dinge, die so sehen werden, auch, ja klar. Habe ich wieder eine Pause gelassen. Ja, ich frage immer so, ich habe auch, also das sind so Geschichten, manche rufen CQ-11-Meter zum Beispiel, ne? CQ-11-Meter. Und dann habe ich mich gefragt, naja, das ist ja irgendwie, da habe ich einen gefragt, der sich auskennt. Ich dachte, das ist ja unsinn, ist doch klar, dass der auf 11 Meter ruft, das weiß ja jeder. Dann sagte der mir, ja, pass auf, die Funkamateure, die lizenzierten Funkamateure, die rufen immer mit das Band. Also immer, die machen einfach diese Angabe. Ne? Da habe ich wieder was gelernt. Ja, okay, wir so, wie gesagt, richtig, Funkamateur werden ist und dann ja klar, es ist wichtig, ist alles, finde ich. Aber bis du hier bleibst, dann mach keine Sorge, ich verstehe sowieso jeder. So Geflogenheiten jetzt so. Ne? Übrigens ein Signal, das ist jetzt auf Santiago 4 runtergegangen. Ne? Ich bin jetzt schon gespannt auf deinen nächsten Durchgang. Ja, und diese Geschichte, das kenne ich ja sogar aus meiner Kindheit, ne? Weil ich aus der Familie mitbekommen habe. Ja, ja, nicht so viel Gedanken machen, locker bleiben, dann läuft das auch. Jetzt auch schon wieder auf Santiago 6 gehst du in der Spitze, aber es ist jetzt schon besser geworden, ne? Ja, ich fahre jetzt schon mal auf, genau. So, ich glaube, jeder ist schon wieder, wo es hingeht. Ja, ich bin schon mal dran. Ja, cool, ich bin schon mal dran. Santiago 4 und Radio 1 auf. Ist ein bisschen schwierig.
das Callsign, den Rufnamen, den Schied habe ich leider auch nicht mitbekommen. Ja, Roger, Kappa, Kappa. Okay, habe ich aufgenommen, alles klar. Ja, danke, das freut mich, das freut mich. Alles klar, Kappa, danke fürs Freilehren. Ja, 370-44, man hört sich, ja, oder weiß ich nicht, oder so bleibst du noch hier. Okay, alles klar, ich weiß nicht. Ja. Ja, ich lebe noch. Wo stehst du? Ja, das ist ziemlich scheiße gewesen. Man hört sich,
Sicher, ja. So, ich habe jetzt nicht gesehen hier, aber ich hätte gerne Geld machen, was man will. Ja,
Kollegen, das ist das Papa am Ende. Das ist die Kamera vorne. Ja, genau. Ja, top, oder?